Summer Moin, die Chefin von YouTube, Susan Wojcicki, hat ihr erstes eigenes Video auf YouTube hochgeladen. Eigenes Video ist natürlich relativ, sie hatte mehrere YouTuber um Hilfe gebeten, die dann auch Teil des Videos wurden, die ihr dann Tipps gegeben haben, wie sie quasi ihre YouTube-Karriere starten kann. Und auch ein deutschsprachiger YouTuber hat es in das Video von Susan Wojcicki geschafft. Und ja, sie wird tatsächlich so ausgesprochen. Es handelt sich hierbei um Julian Bam, der ja auch nützliche Tipps mit auf dem Weg für ihre YouTube-Karriere gegeben hat. Unter ihrem ersten Video haben sich auch mehrere YouTuber zu Wort gemeldet im Kommentarbereich und haben gefragt, was es denn mit der Demonetarisierung auf sich hat. Hier wurde quasi ihr erstes Video als Anlaufstelle für viele Fragen über YouTube genutzt, in der Hoffnung, dass sie sich um die aktuellen Problematiken kümmert. Unterm Strich hatte das erste Video von ihr mehr negative Bewertungen bekommen als positive Bewertungen. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass einige sie für die aktuellen Problematiken auf YouTube mitverantwortlich gemacht haben. In jedem Fall ist es interessant zu beobachten, wie auch zukünftig der Draht zwischen YouTube und den YouTubern weiter aussehen wird. Der Link zu ihrem ersten Video befindet sich jedenfalls unten in der Videobeschreibung und wir kommen zum nächsten Thema. Der YouTuber Tanzverbot hatte es letztens alles andere als leicht gehabt. Nachdem seine Privatadresse geleakt wurde, gab es zahllose Besuche von Zuschauern, von Lieferanten und auch von der Polizei und auch von der Feuerwehr. Und das alles hatte dann dahin gemündet, dass er nun die Wohnung verlassen muss. Und nun zum Abschied bekommt er dann quasi noch eine Drohung mit auf dem Weg. Er hatte einen Zeitungsartikel über sich im Briefkasten gefunden, wo handschriftlich drauf stand, Zitat, wir wollen dir hier nicht. Also stand nicht, wir wollen dich hier nicht, sondern wir wollen dir hier nicht. Da Tanzverbot nun zwangsläufig seine Wohnung verlassen muss, das hat er auch in seinem Video gesagt, dass er jetzt auch alles abreißen muss, was er sich dort aufgebaut hat, ist das, wenn man so will, noch so ein letzter Tritt, den er ertragen muss. Da kann man hoffen, dass in der neuen Wohnung das alles besser laufen wird. Tanzverbot gibt sehr viel über sich preis und das ist ihm in diesem Fall zum Verhängnis geworden. Und das zeigt einfach, man kann nicht alles sagen, weil dann endet es im Zweifelsfall so, wie das jetzt bei Tanzverbot geendet ist. Man kann nur hoffen, dass diese gesamte aktuelle Situation danach der Vergangenheit angehört und Tanzverbot in einer neuen Wohnung seine Ruhe findet. Und nun gibt es noch etwas von den Jungs von Ape Crime. Vor einigen Tagen haben sie ein Video hochgeladen mit dem Titel Wer zieht bei uns ein? Und zwischen Minute 9 und 10 ist dann Folgendes passiert. Jetzt noch eine Ansage an Leon Mascher. Leon, wenn du das hier wärst. Hier haben sie dann quasi einen Pappkarton genommen, haben einen Schraubenzieher genommen und haben dann darauf eingestochen und gesagt, hier Leon, wenn du das wärst. Zwischen Leon Mascher und den Jungs von Ape Crime gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile eine Art Scharmützel. Ape Crime haben sich ein bisschen lustig über Leon Mascher gemacht. Leon Mascher hatte dann daraufhin einen Diss-Track gegen Ape Crime hochgeladen. Und nun haben die Jungs von Ape Crime ihm mit diesem kurzen Ausschnitt noch einen mit auf den Weg gegeben. Auf jeden Fall kann man so etwas mit sportlichem Ehrgeiz verfolgen. Und ich glaube, dass man diese Auseinandersetzungen nicht unbedingt ernster nehmen soll, als es unbedingt erforderlich ist. Und jetzt haben wir noch einen News-Nachtrag. Der YouTuber und Musiker Mert hatte für sein Album Kunde ist König den Song Das ist Kick veröffentlicht. Und in diesem Song singt er folgendes, Zitat. Die Musik hat mir das richtige Gefühl gegeben. 2017 werde ich auf einer Menge Bühnen stehen. Von YouTube lasse ich aber meine Finger weg. Das ist nicht mehr mein Film. Ich scheiß auf dieses Internet. Und hier könnte man sich fragen, wie ernst meint er das, was er hier quasi ausgedrückt hat, nämlich, dass er mit YouTube aufhört. Will er sich jetzt nur noch auf die Musik konzentrieren oder möchte er auch noch weiter mit YouTube machen? Also zumindest in dem Song spricht das Ganze eine sehr eindeutige Sprache, nämlich, dass die Entscheidung auf die Musik fallen wird oder fällt. Mert hat in der Vergangenheit mehrere Skandale auf YouTube ausgelöst. Der bekannteste Skandal war der Homophobie-Skandal, der es dann sogar bis in die Tagesthemen geschafft hatte. Und womöglich könnte das eines mit der Beweggründe sein, warum er sich auf YouTube immer mehr zurückgezogen hat und vorrangig YouTube dazu benutzt, seine Musik zu promoten. Die Zukunft wird es zeigen, wie ernst man das nehmen kann. Und eine letzte kurze News habe ich auch noch. Die Lochis haben jetzt ihren Führerschein und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime. Da war die Luft dann weg. Na gut, bis dann. Tschüss.